Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple-Fler, liebe Friends, Family und Fans. Lange ist es her und ich habe was Neues, was Altes, was Tolles für euch. Ja, das Ganze nennt sich DCS, Digital Combat Simulator. Genau, und deshalb seht ihr auch das komische Ding hier. Das ist ein sogenannter Head-Tracker, Track IR, ne? So mit Lämpchen, drei Lämpchen dran. Drei Infrarotlämpchen, die hier oben auf meinem Monitor eingefangen werden und den Kopfbewegungen, genau, einfangen soll. Genau, ich habe wieder angefangen mit A10 fliegen, respektive mit DCS. Ich habe das früher schon ein bisschen gemacht. Bin jetzt wieder eingestiegen, weil es gibt zwei neue Maps. Einmal Persian Gulf und Nevada. Und ja, in Nevada, ich bin noch nie geflogen in Nevada. Und deshalb, der Sound ist übrigens ein bisschen laut, glaube ich. Ja, ich bin da noch nie geflogen, ich kenne die Map nicht. Wir fangen an, wir werden einfach mal das Ding hochfahren vom Cold Start hier, genau. Nevada, Temperatur, blibla, blub, blub, blub. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir werden sicher hochfahren, Taxi machen, Airborne, irgendwas fliegen und ein Landing durchführen oder so. Das sind die Frequenzen, die wir nachher brauchen. So, genau. Ihr seht, ich bewege meinen Kopf. Alles wunderbar. Ich kalibriere das nochmal kurz. So. Ah, wunderbar. Da können wir hier rumgucken. Wir können ein bisschen nach vorne, nach hinten, hoch, runter. Das habe ich ausgemacht. Genau, wir können drehen. Wir können seitwärts. Genau, das sieht jetzt vielleicht für euch ein bisschen komisch aus. So, hier sind wir in der wunderschönen A10. Hübscher Flieger, ich mag das Ding einfach. Das ist aber ein geiles Ding. Wir werden jetzt das Ganze hochfahren und dann werden wir hier starten. Genau, ich muss mal den Flugplatz angucken. Alter. Oh, das wird ein kompliziertes Ding. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind Nellis Airbase. Wir brauchen das Tarkan. Wir brauchen das ATC. Zwei Runways. 3 und 21. Das wird wahrscheinlich die 3 sein. Das ist die 21. Dann haben wir zwei Land- und Startbahnen. Okay. Und ILS brauchen wir auch. Okay. Gut. Dann suchen wir das hier mal noch. Checkliste brauchen wir nachher. Lublin, Vegas, Vegas. Card, Card, Card. Bah, 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 bah. Nellis, Nellis. Hi, ILS. Ist das auch? Oh. Taka, Nellis Tower. Nellis Tower. Gleiche Frequenz. Okay. Wo ist denn... Das ist Tarkan. ILS. Wo haben wir die ILS? Nummer. Channel 12. Approach, BBBB, ATIS. Ja, wir müssen nachher gucken. Also, als erstes, wir mal kurz diese Kanäle eingeben. Wo sind wir hier? 132, 550. Ich werde nachher ein bisschen was sagen dazu. 132. Wie viel? 132, nicht da. 132, 550, okay. 550, so, das ist das VHF-Funkgerät. Da haben wir noch ein UHF und noch ein anderes VHF, das sind die drei Funkgeräte. Wenn ich nachher noch was dazu sagen, dann gehen wir mal hier rüber, dann machen wir das raus. ILS 109.1, das ist ILS 109.
Was? 10? Und dann 19, ja. Tarkan 12x LSV. Das ist Tarkan. Das haben wir auch. Tarkan ILS, das ist für Instrumentenlandung. Tarkan ist für den Flugplatz wiederzufinden. Genau. Funk haben eingegeben. Dann lassen wir los, würde ich sagen, mit Starten der Maschine. Und zwar, da muss ich ein bisschen was sagen. Wir fangen hier drüben an. Battery Switch. Da haben wir Batterie jetzt. Wenn nötig oder wenn man Bock hat, kann man hier noch das Licht anmachen. Machen wir jetzt aber nicht. Dann machen wir einen Inverter-Standby-Test. Ja, nicht schlecht. Einschalten, Inverter läuft. So, jetzt haben wir Batteriespannung. Jetzt testen wir hier ein paar Sachen. Und zwar als erstes einen Oxygen-Test. Für unsere Sauerstoffmaske. Oxygen low, okay. Einschalten, läuft. Okay. Dann, wir machen mal das Canopy zu hier. Jetzt ein bisschen leiser dann. So, dann machen wir hier Treibstoffanzeige. Machen wir einen Treibstofftest. Hydraulik, links und rechts haben wir natürlich noch nichts, weil nichts läuft. Da können wir umschalten. Dann gehen wir weiter. Hier, den schalten wir auf 0. Müssen wir nämlich, Zeit 8.50 Uhr, stimmt. Dann haben wir hier einen Fire-Test. Hupt, 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 okay. Dann Lampentest. Jetzt leuchtet alles, was, genau... Marker Beacon. Okay, das haben wir auch gemacht. Alles wunderbar. So. Wir haben alles getestet, so was man jetzt momentan hier testen kann. Was wir jetzt brauchen, respektive noch machen können, ist hier, wir machen noch die Positionslichter an. Wir machen hier noch ein bisschen... Überall ein bisschen Licht. Nein, das nicht. Das ist Innenbeleuchtung, Flight Instrument, AUX Instrumente, Engine Instrumente. La 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 la. Formation brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir da überall ein bisschen Licht dran. Das ist okay. Jetzt haben wir hier den Hilfsgenerator. Den müssen wir anmachen. Da habe ich bei mir auf dem Joystick. Klack. So, hier gucken, wie der hochdreht. Jawohl. Auf 100 muss er. Temperatur ist okay. Läuft soweit, läuft soweit. Alles wunderbar. 100 haben wir, dann können wir den Inverter reinhauen. APU-Generatoren reinhauen. So. Jetzt haben wir das Hilfstriebwerk hinten, was läuft. Das ist wunderbar. Die Motoren laufen noch nicht. Was jetzt kommt, unser Bordcomputer hier, die CDU anschmeißen. Kommt. Ja. Dann haben wir hier zwei Displays, sogenannte MFCDs, Multifunktional Color Displays einschalten. Hier unten den Kiko einschalten, JTRS einschalten und den hier auf Test schalten. So, hier läuft dann auch ein Test durch gleich. Hier oben im HUD-Display müssen wir einen Test machen. Enter, läuft ein Test. Gleich labert sie, Pull-up, Zeug, Warnung, Zeug. Genau, da läuft jetzt ein Selbsttest. Hier unten sehen wir jetzt auch, da läuft ein Test und das ist T mit einer Time.
Die läuft jetzt langsam hoch und wenn dann 4004 steht, glaube ich, dann ist es fertig. Solange darf ich an dem Ding nichts machen. Dann läuft das. So. Die sind aufgeladen. Da können wir da hier Load alles machen. Genau, jetzt labert die da. Altitude. So, jetzt machen wir hier noch kurz ein bisschen nach hinten. Ganz wenig. Genau. So. So, der läuft, wie gesagt. Der hier ist fertig. Da können wir Enter, Exit haben wir. Dann können wir den hochmachen hier. Den war ja jetzt auf Test. Zack, EFCC. Haben wir unser Heads-Up-Display. Wunderbar. Dann Gegenmaßnahmen hier. Gegenmaßnahmen-Panel einschalten. Und hier auf Standby. Genau. Gegenmaßnahmen-Panel. Kurzbedienung, Langbedienung. Wunderbar. Hier machen wir mal Load alles, damit das alles lädt. Die zwei sind identisch. Sobald es hier geladen ist, ist das auch schon wunderbar. Was wir jetzt machen, wir funken ATC Nellis AFB Request Startup. Hawk 1-1, Request Startup. Genau. Ja. Ah. Sollte das natürlich nur einschalten hier. So, nochmal. F5. Request Startup. Startup. Okay. Dann linkes Triebwerk. Kommt. Dreht hoch. Ja. Wenn dem das hochdreht, hier haben wir geladen, dann gehen wir hier mal auf CDU, hier gehen wir mal aufs TED. Genau, CDU, das ist die Anzeige, dieselbe wie hier unten. Die haben wir hier oben einfach nochmal. Hier sieht man jetzt nochmal an T, wie es hochzählt. Es ist schon bei 3,3. Master Couch. Und jetzt kommt der Hydraulikdruck wahrscheinlich. Oh, muss hier vielleicht noch wieder aufmachen. Das hier ist die ganze Treibstoffbedienung. Da muss ich natürlich noch die Pumpen anmachen. Sonst schmiert uns dann das Ding ab. So, der ist auf Idle. Dann schmeißen wir Nummer 2 an. Mal 2, kommt. Dreht hoch. Jawohl. Jawohl. So wie das muss. Wunderbar. Der ist jetzt fertig hier. 4008. Der ist fertig. Ins Nav ready. Das heißt, Navigation passt. Eingestellt. Jetzt können wir hier auf Flight Plan wechseln und hier auf Position. Dann sehen wir die aktuelle Position. Genau. So. Triebwerke laufen. Das heißt, wir können den APU-Inverter rausnehmen und wir können die APU ausschalten hier. Dann wird es ein bisschen leiser. Aber unsere zwei Triebwerke laufen, wie sie müssen. Genau. Hier unten. Alles wunderbar. Soweit, so gut. Was jetzt kommt. Wir müssen hier noch auf Taxi Light machen, weil Taxi nennt sich die Bewegung zwischen Standplatz und der Rollbahn, ne? Der Landebahn. Das nennt sich Taxi, diese Bewegung. Anti-Skid brauchen wir für die... für die Rede, Anti-Rutsch-Ding, genau. Dann hauen wir jetzt hier, weil beide Triebwerke laufen, hauen wir die Hydraulik rein. Wir
Trimmung auf 0. Genau. Dann testen wir mal unsere Ruder. Haben wir. Andere Seite, Ruder haben wir. Ganz hinten kann man das auch sehen. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Mal kurz gucken da. Ah, Seitenruder geht, Höhenruder, kann man das sehen? Nein. Okay. Dann die Klappen. Die sind jetzt hier draußen, das sieht man hier. Mal reinmachen. Rausmachen. Okay, wir setzen die mal auf 10 Grad, weil die brauchen wir nämlich zum Starten, so ungefähr auf 10 Grad. Anti-Skid haben wir, Taxi haben wir. Neutraltrimmung. Haben wir Funkkammer drin. Alles okay. Was jetzt noch fehlt, ist Seat Armed. Genau, Schleudersitz Arm haben wir auch. Dann Ziegers und AJAC. Die sind hier hinten. Diese zwei, die habe ich auch auf dem Joystick. Einmal rein, zweimal rein. Haben wir. Hier unten machen wir den hin. Den machen wir auf die EGI. Den machen wir auf den Steerpoint. Genau. So, alle Lampen sind dunkel, das heißt, unser Flieger ist ready. Alle Lampen dunkel ist das, was wir wollen. Ist ready, das Ding. So, jetzt können wir uns auf die Startbahn begeben. Jetzt werde ich gleich für Taxi anfragen. Dann wird er uns sagen, auf welche Startbahn wir uns begeben dürfen. Hier hat es ja jetzt zwei. Ich habe das noch nie gemacht mit zwei Startbahnen. Wahrscheinlich wird hier oben, dann wird er uns auch sagen, welche Richtung. Und zwar, das wird irgendwas mit 10 sein, also wahrscheinlich 12 oder 13 oder so, wahrscheinlich. Und hier unten wahrscheinlich was mit 20, weil das Ganze funktioniert mit Grad. Ein Kreis hat ja 360 Grad und hier oben ist irgendwas mit 10 Grad, zwischen 10 und über 20, deshalb wird 200, weiß ich auch nicht. 210 oder so, also Startbahn, ah genau, hier sehen wir es. Startbahn 3, genau, das wäre dann hier für 30 Grad. 21 wäre für 210 Grad auf dem Kreis, genau. Und dann müssen wir dann den richtigen Weg noch starten und dann auch wieder landen. So funktioniert das Ganze im Crash-Test. So, bevor ich jetzt frage, haben wir noch das Problem, wir dürfen beim Taxi maximal uns mit 15 Knoten vorbewegen beim Rollen. Und jetzt haben wir hier den Speed, IAS, das heißt Intermediate Airspeed, also aktueller Luftspeed. Und er ist 50 und er geht nicht weiter runter. Das heißt, ich muss jetzt hier rumstellen auf GS für Ground Speed. Und der ist jetzt auf 0, weil wir Ground Speed 0 haben. Unsere aktuelle Position, Nord so viel Grad, West so viel Grad, genau. All die tollen Sachen, Position 1, irgendwas. Jetzt wollen wir mal gucken, haben wir hier einen... Oh, wir haben hier sogar einen Flightplan. Mal kurz gucken. Okay, der will sogar, dass wir was fliegen. Zur A10 gibt es zu sagen, es gibt drei SOIs. Sogenannte SOIs. Sensor Point of Interest. Jetzt habe ich das gestellt. Jetzt sieht man hier unten, da steht Not SOE hier, ne? Das heißt, der ist nicht aktuell. Wir haben drei verschiedene. Einmal das HUD, einmal das linke MFCD, einmal das rechte MFCD. Und wir können immer nur eines aktiv schalten. Und das können wir am Joystick hier, das wäre dann hier oben mit dieser Taste, da, kann ich das auswählen. Ne? Welches es ist. Im Moment ist das HUD, das sieht man, weil hier so ein Sternchen ist. Ist das aktuell? Ich nehme das mal weg. Jetzt ist das nicht aktuell. Jetzt ist es aktuell, jetzt wieder nicht. Genau. Und wenn das aktuell ist, kann man Sachen durchschalten. Beispielsweise die Wegpunkte. Seht ihr das? Unterschiedliche Wegpunkte, dann mit wie viel Distanz, wann wir da sind, etc. etc. So. Jetzt machen wir den da unten als SOI. Dann drücken wir rüber. Jetzt ist der Kreis rundherum. Jetzt wissen wir, das ist SOI. Und da können wir dann so rüber switchen. Groß, raus. Die Karte, genau, wir können die Karte auch rausnehmen. Genau. Da kann man ganz viele Sachen machen. Die A10 ist ein bisschen kompliziert wegen diesen drei Modusen und mit den, allen dreien kannst du mit den verschiedenen Tasten, man sieht es hier auf dem Joystick, einen sogenannten DSM, D, Datenmanagement Stick oder TSM,
Target Management Switch und all diese Switch machen verschiedene Sachen bei den anderen SOIs, ne? Und da kann man natürlich auch auf MAV für Maverick, das sind TV-gelenkte Raketen, da hat man dann auch noch wieder andere Belegungen hier drauf und auf dem TGP, der Targeting Pod, haben wir einen dran, ja, da. Das ist auch eine Kamera, wo man Sachen markieren kann. Das ist übrigens eine Maverick da. Da sieht man vorne, ist nur Kamera dran. Genau, die können wir vielleicht dann in der Luft vielleicht mal angucken oder später oder so. Ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Genau, was wir jetzt machen, wir taxieren einfach mal. Machen wir einen Request hier. Hawk 1-1, Request Taxi to Runway. Ja. Freund. Drei rechts. Jetzt muss ich gucken, welches ist denn drei rechts? Von wo aus ist das? Also wir müssen sicher hier nach vorne. Ich weiß gar nicht. Also hier sicher hier durch. Jetzt weiß ich nicht, ob drei wird hier sein. Das ist okay. Aber welches ist rechts? Ah. Nee, halt. Das ist 21. Oh, Moment. 21. Nicht, dass ich jetzt... Ich muss nach unten. Ich muss so starten. Gegen 3. Genau, ich muss nach unten. Hier hin. Und dann rechts. Das wäre dann die, oder? Nee, 3 rechts hier. 3 rechts. Diese da. Okay. Da nach unten, darüber, alter Schalde. Ja, dann muss hier kurz noch meinen Schubregler wieder arretieren. Hier auf die CDU, dann sehen wir den Ground Speed. Jetzt, was habe ich gesagt? Moment. Wir sind hier rechts, ja. Alter, das ist... Hallo? Aha. So, vielleicht noch das Rädchen anmachen. Jetzt fahren wir hier ein bisschen rüber, das ist nicht so toll. Fahren wir hier ein bisschen in die Pampa raus. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Wenn man dann das Nose Wheel auch ausgewählt hätte zum Steuern. Vorne das Rad, ne? Dann würde es dann auch richtig gehen. So. Das sind die anderen. Das heißt hier. Alter. So. Okay, da kommt nix. So. Gar nicht so schlecht. Nach vorne, dann links und dann hier nach vorne. Das müsste diese Rollbahn sein hier. Drei rechts. Drei links, drei rechts. Genau. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, krasse Sache, ne? Das ist schon... So, Waffen sind alle auf safe. Ja. Okay. Links nach hinten, oder? Genau.
Oh, ho, 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 an den schönen Fliegern vorbei. Heieiei. Die sind ja hübsch. Wieso dreht sich das Ding immer nach rechts? Das ist nicht okay. So, ja. Jetzt begeben wir uns halt zur Startbahn hier. Das dauert halt seine Zeit, ne? Ist richtig auch so. Wenn wir uns auf kolonieren denn? Jo, das dauert ewig. Dann nach vorne. Alter, das sind alles Abstellplätze hier. Holy. Kannst du auch mal ein paar Flieger einsetzen, ne? Heieiei. Oh, viel zu schnell. Ah, da vorne geht es dann rechts, oder? Ja. Ich glaube, meine Pedale sind nicht ganz in der Mitte. Die gehen immer ein bisschen nach rechts. Weiß nicht wieso. Ja. Vielleicht habe ich ihn nicht ganz kalibriert möglich. So, wir schalten mal noch kurz das auf Transmit Received. Ist jetzt an oder nicht? Ich kann das nicht sehen. Alter. Bremsen. Wieso test? Wieso geht der nicht? Hä? Test. Test. 21x haben wir doch gesagt, oder? Taka, nee. 12x. Ah, 12x, nicht 21. Ah doch, es ist ja 12x. Oh. 12x. LSV, 12x. Das will ich irgendwie nicht. 109, 10. 109, 10, ID. Aha. Hin und wieder geht's und hin und wieder geht's nicht. Interessant. Gut. Wir begeben uns auf die Startbahn. Moment. Falsch.
Bevor wir auf die Startbahn gehen, müssen wir noch einen Request für einen Takeoff machen. Eigentlich müssen wir hier hinter dem Strich warten hier. Jetzt gibt er uns noch die Höhe durch, weil die ist je nach Luftdruck nämlich anders. Die ist nicht immer gleich. Hallo? Bist du busy oder was? Hawk 1-1, request takeoff. Vielleicht ist er busy. Ah. Er nimmt's nicht, weil ich zu weit weg war. Also. 28,2. Können wir das hier einstellen? 28,2. So, damit der Höhenmesser stimmt. Ist nämlich luftdruckabhängig. 28,2 hat er gesagt. So. Letzter Jack, bevor wir gehen. Wir haben Flaps unten zum Start. Nose Wheel Steering an, alles okay, alles okay. Wir machen mal das als Zoe. Jetzt gucken wir mal. Haben wir da. Init Position. Da hinten müssen wir irgendwie hinfliegen. Dann gucken wir mal an. So. Bremsen drücken wir. Schub. Ungefähr 900%. Und ab die wilde Gans hier. Ground Speed. Geht hoch. Jetzt tun wir das Rädchen arretieren. Hier stellen wir mal auf Airspeed. Hier sehen wir die Geschwindigkeit und hier unten auch. Jetzt gehen wir da. Jetzt mal ein bisschen gucken. Alter, Alter. So. Alter, das Ding schubt ja. Ich denke, so ab 170 kriegen wir wahrscheinlich die Nase langsam hoch. Ja. Okay, sofort Fahrwerk rein. Ja, und es dreht uns immer ein bisschen nach rechts. So, Flaps rein. Mal gucken, was das ist, irgendwie. Haben wir zu viel. Vielleicht haben wir ein bisschen. Müssen wir nicht. Ja, gut. Wir sind mal in der Luft, ne? Das ist schon nicht so schlecht. Ja. Läuft. Läuft. Gar nicht so schlecht. Jetzt wollen wir mal sehen. Wo wir hin müssen. Nehmen wir mal so einen Punkt markieren. Da drehen wir mal hin. Der müsste eigentlich hier unten. Genau. Auf der 1 sein. Dann drehen wir mal dahin. Mit dem wir noch steigen. So ungefähr auf 5000 Fuß. Höhenmesser ist hier unten. Die es nicht wissen.
So, bis 5000 sind wir. Dann nehmen wir das mal runde. Jetzt sind wir schon auf 5,1. Also, okay. Drehen wir mal dahin. Oh, 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 oh. So, was will der da? Der dreht langsam hin. Wir müssen irgendwo da vorne hin, ne? Aus 1, ja. Ah, da vorne. Wurde im Hut markiert. Schön. Jetzt geht er wieder auf Climbing. Wieso? Immer ein bisschen austrimmen hier. So. Stopp. Genau. Speed nehmen wir ein bisschen zurück. Er will immer noch climben hier. Hof zum Climben. Jetzt sind wir schon auf 6000. Ich wollte nicht so hoch. Ja, jetzt sehen wir das hier in Nevada, ne? Hier unten, das ist Las Vegas, Baby. Vegas. Ah, wir fliegen gerade aus dem ILS-Bereich raus. Wieso dreht sich das so? Wir haben ziemlich viele Luftböen hier. Ja, unten rechts steht's hier im HUD. Bis zum Punkt haben wir 8 Minuten 50, bis wir da sind. Alter, aber so krass Luft. Ich muss hier trimmen wie Sau. Das übel. Echt krasser Scheiß. So, ich würde aber sagen, wir fliegen nicht ganz bis dahin. Ich versuche uns jetzt mal ranzubringen mit dem Tarkan hier. Dafür stellen wir um auf Tarkan und ILS. Funken wieder unsere Base an. Nicht nur, das war Nellys Inbound. Dann drehen wir mal. Runway 21 to pattern altitude. Gucken wir mal. Aber das ILS das ILS muss ich noch rausnehmen. Wir sind noch zu weit. Das nimmt er. Selber kurz gucken. Ja. Auf dem Punkt 1, jawohl. Jetzt fahren wir nach dem Azimut. Ist das schon der da? Noch ein bisschen gehen, ne? Das ist der da. Und welcher hat er gesagt? Links oder rechts? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich glaube links.
21 links. Also. Jetzt müssen wir Speed Brakes. Wir sind sowas von schnell. Viel zu schnell. Landeklappen voll raus. Jetzt schalten wir das hier mal. Das ist an. Wir sind noch zu weit weg. Viel zu hoch. Viel zu schnell. Es gibt eine Bruchlandung. Ne? So. Das ist mal gar nichts, was ich hier abziehe. Ich muss da nochmal. Ich muss da nochmal drehen. Ja, ja. Moment. Flaps raus, die raus. Dann brauche ich kurz den. Den da. ILS. Nelly ist 21 links. Links, das wäre schon die richtige. Aber ich glaube, ich bin von der falschen Seite. Ja, ich muss die Seite wechseln. Okay. Also. Flaps sind drin, Zeug ist drin. Wo ist der Airport? Da drüben. Und dann links wäre die weiter weg von uns, ne? Okay, wir versuchen es nochmal. Hier raus. Okay, passt. Landeklappen. Sind wir noch zu schnell? Das ist schon geil hier, ne? Ich weiß nie, von welcher Seite ich anfliegen muss. So, Klappen sind raus. Geschwindigkeit sinkt. Ja, jetzt passt das, glaube ich, schon besser hier mit dem ILS. Ja, jetzt kommt's. Jetzt sehen wir es gleich hier aufploppen. Mittendrin hier. Die linke. Ich hoffe, das stimmt. Oder fliege ich da jetzt? Nee, das stimmt schon. Auf zu labern hier. Hallo, ILS? Wie frisst er das ILS nicht? Das sollte mir jetzt hier so schöne Sachen anzeigen hier. Altitude, Altitude. Ja, ja. Das ist übrigens die Anzeige zum Landen. Jetzt sind wir zu schnell und zu hoch. Oh, 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 oh. Jetzt bremsen wir langsam. Oh, langsam, langsam, langsam. Nose wheel wieder an. Langsam. Alter, das Ding. Ah. Seitenwind, Alter. Boah. So.
Oh. Ich hab ein bisschen hart aufgesetzt. Egal wohin. Unser Flieger ist am Arsch. Ich glaube, unser ILS hat nicht funktioniert. 119. Bin gar nicht sicher. 109.10. Ja. 109.10. Ja, unser Flieger ist am Arsch. Haben wir ja gut gemacht. Wie gesagt, ich muss erst wieder reinkommen. Das ist schon, da muss man auf echt viele Sachen gucken. Was CDU hier. Das ist schon krass, das Game. Aber ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck gehabt. Und für mich heißt das üben, üben, üben. Hier, mit unserer schönen A10. Unser Rädchen ist am Arsch. Genau, wir bewegen uns jetzt zur Zone hin da. Irgendwo. Ich weiß noch nicht genau wohin. Da sind große Flieger. Wir sind von hier drüben gekommen. Genau. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge oder für diesen kurzen Einblick. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß, ne? Versuch's doch auch mal. Und dann, ja, wir sehen uns garantiert zu irgendeinem Livestream oder so wieder, ne? Wie sagen, haut rein. Peace out. Zum nächsten Mal.